Also 1926 bin ich eingeschult worden. Ja. Wir waren ja, die 20er Jahrgänge gehörten zu den geburtenreichen Jahrgängen der Nachkriegszeit. Mhm. Bei der Einschulung ahnten wir nicht, dass wir das Kanonenfutter auch für den Zweiten Weltkrieg werden sollten. Aber es waren dann auch immer 50 bis 60 Schüler zu meiner Zeit in einer Klasse. Der Lehrer hatte verhältnismäßig wenig Zeit, sich um einen Einzelnen zu kümmern. Aber das war ja damals gar nicht so schlimm. Es gab ja überhaupt noch kein Fernsehen, keine iPods oder wie die heißen. Mhm. Es gab kein Internet. Die Schüler waren nicht abgelenkt. Nein, wir spielten Karten oder abends mit den Eltern zusammen. Mhm. Halma oder Mühle oder auch Mensch, ärger dich nicht. Und dabei erfuhren die Eltern dann sehr genau, wie bei den Sprösslingen, wie es wohl auch in den schulischen Leistungen ist, konnten denn mal helfen. Und insofern war das, solange die Grundschule war, gar kein Problem. Ja, in der Klasse herrschte auch Disziplin. Da herrschte Disziplin. Der Lehrer war ja eine Respektsperson. Ja. Und im Klassenschrank lag in der Regel ein Rohrstock, den er auch gebrauchen durfte. Aber er brauchte nur selten genommen zu werden, denn es genügte schon die Tatsache, dass er da lag. Und dann hat man gesagt, das Beste, wir stecken die Jungen in ein Internat, ohne dass die Eltern wussten, dass das also ein nationalsozialistisches Internat war. Das ergab sich dann. Mhm. Und ich merkte das sehr bald dadurch, dass drei Lehrer immer in Uniform auch zur Schule kamen, in der Uniform des politischen Leiters waren zwei und in SA-Uniform der Turnlehrer. Im Internat war ein eigentlich sehr herzliches Verhältnis zu dem Schulleiter, der auch in Uniform war und eine größere Position in der NSDAP dort hatte. Mhm. Und dieses herzliche Verhältnis brachte uns Internater dazu, dass wir dann zu ihm und seiner Frau Fatting und Budding sagten. Ja. Wir haben ihn zwar nicht immer so angeredet, aber wenn man mal so irgendwann zusammen war, wir haben ja auch dann schöne Ausflüge gemacht, der hatte ein größeres Segelboot, sind nach Hittensee gesegelt und dergleichen. Ja. Und da wurde nicht mehr Herr Doktor und Herr Direktor gesagt, sondern einfach Fatting und Budding. Und insofern entstand ein Verhältnis, wo man sagte, was der Mann sagt, das ist richtig. So ist man auch mit in den Nationalsozialismus mit reingerutscht. Aber drückte sich seine Zugehörigkeit zum NS-Regime, drückte sich das nicht so in Autorität oder Züchtigung oder... Nein, das war dann wieder mehr der Turnlehrer, obgleich wir den auch hochachteten. Aber dieser Fatting, ja sicher, der hat Autorität gehabt. Aber die hat er erworben durch dieses herzliche Verhältnis. Ah, ja. Und man sagt, das ist ein Lehrer, für den würde ich das Feuer. Ja, das war natürlich tückisch.